Am 1. Dezember kehrt der Tanz an die neue Bühne in Senftenberg zurück. Das Gastspiel mit dem Ballettensemble des Stadttheaters Cottbus widmet sich am Welt-AIDS-Tag der Pop-Ikone Freddie Mercury. Er sei eine Pop-Ikone voller Widersprüche gewesen. Mit seinen Auftritten habe er Maßstäbe gesetzt an Extravaganz, Fashion und Glamour. Seine Musik sei immer wieder geprägt von berührenden Textzeilen, die intime Einblicke in eine zerrissene Seele erlauben, so das Theater. Image und Persönlichkeit seien nun Stoff für eine tänzerische Auseinandersetzung seiner Musik, seinen Texten und Bildern. Der Ballettabend Freddie beginnt am 1.12. um 19:30 Uhr. Karten erhalten Sie auch unter theater-senftenberg.de.